Dr. Ritt, erstmal vielen Dank für Ihre Anwesenheit am Institute for Cultural Diplomacy hier in Berlin und für Ihre heutige Vorlesung und Diskussion mit uns. Wir würden Ihnen gerne 5 Fragen stellen, um Ihre Gedanken und Meinungen über ein paar herausragende Themen zu hören. Also ich fange gleich mal an mit der ersten Frage. Im Anschluss an Ihren Vortrag zum Thema Partnerschaften im deutschen Kultursektor würden wir Sie zunächst bitten, uns zu erklären, welche Bedeutung Kulturdiplomatie für Sie hat. Ja, als Kulturreferentin des British Council in Deutschland ist mein Metier eigentlich Kulturbeziehungen mehr als Kulturdiplomatie. Ich arbeite natürlich für die nationalen Interessen Großbritanniens, aber der Schwerpunkt liegt für mich auf dem gegenseitigen Nutzen für Deutsche und Briten, also im bilateralen Kontext. Deswegen ist eigentlich das Wort Cultural Relations für mich wichtiger als das Wort Cultural Diplomacy. Mhm. Alles klar. Der British Council hat nun seinen Sitz in Berlin. Soweit wir informiert sind, war dieser allerdings nicht immer hier in Berlin, sondern bis nach unseren Informationen bis zum Jahr 2000 in Köln. Ist das soweit richtig? Ja. Was macht die Hauptstadt als Standort interessant? Ja, ich war auch schon in Köln dabei und der Unterschied war natürlich, dass man einen in der Hahnenstraße, in der Brücke, einen British Council hatte mit einem Theatersaal, mit einem Kino, mit einer Galerie, mit einer Bibliothek. Es war ein richtiges Kulturinstitut. Jetzt sind wir in Berlin am Alexanderplatz. Wir haben ein Open Plan Office mit einigen Meeting Spaces, aber keinen öffentlichen Zugang. Wir arbeiten nur noch mit Partnern zusammen. Wir gehen dahin, wo das Publikum schon ist. Wenn wir künstlerische Projekte machen, gehen wir in die beste Galerie, in das beste Museum, in das Theater, das die Gruppe eingeladen hat. Also wir agieren eigentlich im Sinne des Künstlers besser als zuvor. Weil man sollte nicht einen Raum anbieten und den Künstlern bitten, sich anzupassen, sondern umgekehrt, der Raum muss gefunden werden und der Künstler muss gefunden werden und der Raum für ihn dann. Das ist also ein anderer Zugang, dieses mit Partnern arbeiten und flexibel sein, was den Raum angeht. Haben Sie deshalb vielleicht in Berlin ein bisschen an Ausstrahlung einbüßen müssen? Da es nun ein geschlossener Raum jetzt ist? Ja, als Ausstrahlung vielleicht aber nur als traditionelles Kulturinstitut. Als Cultural Relations Organisation haben wir vielleicht sogar noch mehr dazu gewonnen, weil wir viel, viel mehr jetzt mit Partnern zusammenarbeiten können. Wenn wir eine Veranstaltung haben, die mit Videos zu tun hat, gibt es zum Beispiel dann im Haus der Kulturen der Welt ein großes Festival, Les Rencontres, bei dem wir uns beteiligen. Oder wenn es eine große Ausstellung gibt, wie jetzt David Bowie im Martin-Gropius-Bau, man könnte so eine Ausstellung ja nicht in ein Kulturinstitut pressen. Also im Grunde genommen, wenn man frei ist von räumlichen Zwängen, dann hat man es eigentlich leichter. Und gerade in einem Ort wie Berlin ist es natürlich überhaupt kein Problem, immer den angemessenen Raum zu finden. Und schon gar nicht in Deutschland. Hier gibt es 5000 Museen oder so. Also es gibt eine solche Vielzahl von Kultureinrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also meine Kontaktdatenbank umfasst 2000 Veranstalter, mit denen wir potenziell zusammenarbeiten. Das ist viel, viel besser, wenn man dieses Netzwerk hat und immer an den richtigen Ort geht, als wenn man selbst einen Ort betreibt. Das engt doch sehr ein. Und was würden Sie sagen, ist das Besondere an den deutsch-britischen Beziehungen? Also haben diese sich durch mehr kulturellen Austausch verbessern können? Und welchen Beitrag leistet Kulturdiplomatie und seine Praktiken in der deutsch-britischen Zusammenarbeit? Das sind jetzt viele Fragen. Ja. Es ist der deutsch-britische Kulturaustausch ist natürlich schon sehr alt. Also wir sind der British Council ist seit 1959 in Deutschland tätig und seitdem gibt es Austauschprogramme. Ich denke, Austausch ist immer wichtig, vor allen Dingen auch mit Nachbarn. Europäische Programme werden im Moment vom British Council nicht so gut finanziell bedacht, wie es in der Vergangenheit war.
Ich finde es wichtig, dass man mit seinen Nachbarn einen ganz regen Austausch hat, dass man zuerst mit seinen Nachbarn eine gute Beziehung pflegt, dass man sie sehr gut kennt und viele Programme miteinander verwirklicht, bevor man weiterschaut. Aber die Welt ist natürlich attraktiv in ihren globalen Dimensionen und dafür müssen Mittel freigemacht werden. Aber dieser bilaterale Austausch Deutschland und Großbritanniens, den wird es immer geben. Es gibt ja auch noch andere Instrumente wie die Deutsch-Britische Gesellschaft. Es gibt viele Universitäten, die direkte Links zu britischen Universitäten haben, deutsch-britische. Es gibt Theater, die Partnerinstitutionen in Großbritannien und Deutschland haben. Es gibt sehr viele direkte Partnerschaften zwischen Deutschland und Großbritannien. Und viele von diesen Partnerschaften wurden ursprünglich von British Council auch gegründet. Als wir in Berlin groß auftraten im Jahr 2002, haben wir eine Brücke geschlagen zwischen Berlin und London. Wir haben einen Berlin-London Gallery Swap gemacht, damit sich Galerien, Museen besser kennenlernen. Wir haben das Gleiche mit digitalem Film gemacht, mit Filmprogrammen gemacht, mit Theatergruppen. Und da wird es auch immer ein Bedürfnis geben. Also das wird sich nie ändern, denn neue Generationen müssen diesen Prozess des Kennenlernens und des Vertrauens finden zum anderen Land ja auch immer wieder neu durchmachen. Sie arbeiten ja als Head of Arts beim British Council. Und durch Ihre Arbeit leisten Sie einen besonders kreativen Beitrag für die Partnerschaften im deutschen Kulturbereich. Und was ist das Besondere an diesem kreativen Bereich? Was ist das Besondere an der Kunst? Wie fördert diese den kulturellen Austausch im Vergleich zur Wissenschaft oder anderen Bereichen? Ja, das Besondere bei Kunst ist, dass sie ja alle Sinne anspricht. Es ist in einem wissenschaftlichen Vortrag oder bei einer politischen Rede, da geht es in allererster Linie um das Wort, vielleicht noch um eine neue Idee. Aber wenn Sie die Künste haben, eine Ausstellung spricht das Auge an, eine Tanzveranstaltung spricht die Motorik an, also es werden Sinne angesprochen, auch wie Geruchssinn, wenn Sie künstlerische Projekte mit Pflanzen haben. Es wird einfach viel, viel mehr angesprochen und der Mensch besteht halt nicht nur aus Hirn, sondern sehr, sehr stark aus seinen Sinnen und oft ist durch ein Bild eine Botschaft viel schneller zu empfangen als über ein Wort oder eine Idee. Also im Grunde genommen, und das verstehen auch viele Politiker, insbesondere auch in Deutschland, kann man Ideen vermitteln über Bilder oder über andere Sinneserfahrungen, kann man sehr viel einfacher und direkter und effektiver. Natürlich, weil die Menschen auch offener der Kunst gegenübertreten, als wie zum Beispiel politische Ideologie und solche Geschichten. Ja, das ist vielleicht nicht immer der Fall. In vielen Fällen müssen sie an die Kunst auch erst herangebracht werden, insbesondere wenn es neue Projekte sind. Wenn man jetzt bedenkt, wie Joseph Beuys in seinen Anfangsjahren, ist er, glaube ich, nicht so von der Masse verstanden worden. Aber wenn man heute junge Briten anguckt, in welchem Gefolge sie bei Joseph Beuys sind, wie sie sich mit seinen Ideen auseinandergesetzt haben, die Installationskunst, das Nachhaltigkeitsdenken, wie das Eintritt gefunden hat in die Kunst, das ist ganz erstaunlich. Also es ist nicht direkt da. Ich denke, Kunst ist auch sehr anspruchsvoll, richtig gute, wichtige Kunst ist sehr anspruchsvoll und man muss sich mit ihr auseinandersetzen. Aber natürlich ein Bild oder eine Tanzerfahrung oder ein Theaterstück oder ein Film, da bleibt etwas anderes haften, als wenn man jetzt nur eine Lecture hatte oder eine Rede hatte. Und deswegen ist also über Kunst die Vermittlung von wirklichen Werten effektiver. Sie vertreten beim British Council die britische Kunst und Kultur in Deutschland. Die Bezeichnung Künstler hat nun eine sehr weit gefasste Bedeutung. Sind Sie bereits auf Schwierigkeiten bei der Vermittlung zwischen den beiden Kulturen gestoßen? Das kommt jetzt ganz drauf an, an wen man denkt. Also es gibt natürlich bei einem Publikum immer Menschen, die nicht so einen offenen Kunstbegriff haben und jemanden, der ein Werk zeigt, das absprechen wollen, dass er ein Künstler ist. Also die Definition, was ist
Kunst, was ist ein Künstler? Das ist schon schwierig, aber schon allein die Debatte darüber, was Kunst ist, was einen Künstler ausmacht, er sagt auch schon sehr viel über die Verständigung zwischen Menschen von verschiedenen Ländern, verschiedenen Zugang. Nein, sollte ich die Frage nochmal beantworten? Oder? Wenn Sie noch was zu sagen haben. Ich finde, es ist eine Frage, die man nicht mit einem Satz beantworten kann. Kunstverständnis ist bei den Menschen unterschiedlich, es ist auch sicherlich bei verschiedenen Ländern unterschiedlich, wie offen man daran geht. Es gibt einen gemeinsamen Nenner, was man traditionell unter Kunst versteht, aber was den British Council ja auch interessiert, ist das, was bei neuer Kunst, bei zeitgenössischer Kunst, die Kunst ausmacht. Und da ist ja viel in Bewegung jetzt, weil man an die neuen Medien denkt und die Entwicklung von Künstlern in den letzten Jahren. Vielen Dank. Okay. Mhm.